Ich werde mich jetzt über Nacht an diesem Raum oder diesen Raum aktivieren und mich, also nicht über Nacht, aber so ein, zwei Stunden AFK stellen, damit sich die Farm schon mal selbst befüllt und auch dort schon Knochenmehl angeliefert wird. Sobald ich das mitbekomme, dass das halt so voll ist, dass hier Knochenmehl hinkommt, werde ich die Farm ausschalten und euch das morgen einmal zeigen. Naja, pass auf, ich würde erst mal sagen, bis morgen. Und morgen sehen wir dann, wie viel Knochenmehl oder wie das hier mit dem Knochenmehl aussieht. Pass auf, ich stand AFK. Nicht mal zwei Stunden oder eine Stunde, wie eigentlich gesagt, sondern eine halbe, wenn überhaupt. Und dann ist die Farm hier schon eskaliert, Digga. Ich habe mein Minecraft-Tab, ich habe mich hier hinten AFK gestellt, guck mal. Hier sieht, das sieht man auch. Hier habe ich mich AFK gestellt, okay, auf Safety-First-Basis. Und nach einer halben Stunde stand ich hier und habe meine FPS-Anzeige offen gehabt. Und ich habe jetzt 60 FPS, also es fühlt sich an, als wären es mehr. Zu dem Augenblick, wo ich hier stand, AFK, und die FPS-Anzeige offen hatte, habe ich gesehen, yo, ich habe so 30, 40, wo sie anfangs läuft. Lief und dann ist es immer weiter gefallen. Und irgendwann hatte ich noch 10. Und dann dachte ich so, Bruder, jetzt muss ich mal irgendwas machen. Ich gehe los, komm hierher, will hier laufen und ich laufe die ganze Zeit so. So aller zwei Sekunden komplettes Standbild, komplett gefickt, okay? Ich hatte erst die Angst, dass die Trichter überfordert sind mit dem Knochenmehl und dass hier die Farm schon komplett voll ist und hier Knochenmehl tausendfach rumliegt, okay? War aber nicht so. Ich habe dann beide Farmen ausgeschalten und hatte dann diese 3, 4, 5 Sekunden Ruckler, die ich schon immer hatte. Also die ich immer hatte, wenn die Farm so lange lief, die auch gestern da waren. Und jetzt weiß ich noch nicht genau, woran es liegt, aber die Farm ist komplett voll, bis auf die zwei Abteile hier vorne. Die sind nicht voll, der Rest ist komplett voll mit Knochenmehl. Und ich stand eine halbe Stunde oder so auf, kann nicht mal eine halbe Stunde. Das Problem ist halt wirklich, dass es halt angefangen hat zu ruckeln, also zu doll zu ruckeln, so dass ich Angst habe, dass wenn dann, also hier kommt ja nochmal, zwei Sechsel kommen ja nochmal hier oben rein. Und dann laufen ja währenddessen auch noch die Blumenfarmen. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn das alles gleichzeitig aktiv ist, dass ich einfach nicht auf K stehen kann, weil Minecraft sagt, yo Bruder, zu viele Entities sind unterwegs. Jetzt habe ich mir als Lösung erstmal, ich habe es noch nicht ausgetestet, erstmal habe ich mir überlegt, dass ich, wenn ich mich auf K stelle, ich einfach hier mal auf Optionen, Grafikeinstellungen, Details und dann die Objektentfernung, also im Prinzip was an Items gerendert wird, also wenn ich jetzt so 5 Blöcke von dem Knochenmehl, was da auf dem Boden liegt, entfernt stehe, ob das gerendert wird oder nicht, macht halt diese Objektentfernung und ich überlege einfach, die dann ganz runterzustellen in der Hoffnung, dass maximal das Knochenmehl dort oben und hier unten geladen wird und der Rest halt nicht, aber trotzdem im Prinzip datenmäßig sich hier bewegt. Versteht ihr, wie ich meine? Stell Partikel aus, das bringt safe viel. Guter Call, Digga. Super guter Call. Partikel durch die Moosfarm, Digga, werden hier ja sonst wie viele Partikel durchgehen gerendert. Das ist ein babamäßiger Call. Wir bauen genau das gleiche, was wir dort unten haben. Hier oben nochmal in gleich, in kleiner, wenn du so willst. Wird ganz interessant. Also eigentlich ist es jetzt noch einfacher. Ich hoffe, dass wir schneller vorankommen als bei der Farm hier. Also noch schneller. Das war ja hier schon, ich glaube, 2 Streams oder maximal stand die. Und ich hoffe, dass wir es jetzt so schneller schaffen, weil ich ja jetzt auch mehr Plane von allem habe und wie alles gebaut werden muss. Und das werden wir jetzt direkt nach und nach hier hinzimmern, in der Hoffnung, dass wir schnell durch sind. Drei, zwei, eins. Was ein Wunder, sie haben funktioniert einwandfrei. Sie haben super funktioniert. Ohne Probleme. Und die Farm an sich funktioniert super. Das ist top. Dann können wir weitermachen. Wir sind jetzt, wie es aussieht, hier fertig. Ich glaube, die Wassersources sind überall gesetzt. Die Wasserquellen, diesmal auch hier unten richtig. Und hier oben haben wir jetzt auch alles fertig. Auch Water Sources etc. pp. Ich würde jetzt wieder in den ersten Dropper hier vorne erstmal, in die ersten 4, wieder ein bisschen Bone Meal reingucken. Wir gucken, ob das funktioniert. Wenn es funktionieren sollte, dann lassen wir das auch direkt laufen. Drei, zwei, eins, Test. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Funkt bisher. Warte, wir gucken mal, ob unten Knochenmehl. Kommt die Knochenmehl hoch? Da kommt das Knochenmehl. Beste Leben. Wir lassen die jetzt nebenbei gleich laufen. Sind ja nur 2 Abteile. Und bauen gleich weiter. Ey, das ist so cool, dass das funktioniert, ne? So, okay. Also, next step, okay. Next step bei dem, was wir jetzt vorhaben hier. In diesem wunderschönen Raum hier haben wir jetzt Slots. Ich muss da erstmal irgendwie reinkommen. Wartet mal. Ja, ich baue mich hier einfach rein. Auf Griefer-Basis angelehnt. Und dann haben wir hier Löcher.
Die Löcher sind direkt dort. Die sind direkt hier. Da. Da, wo im Prinzip das Wasser reinfließt. Und da fallen die Blumen vorher ins Wasser und dann vom Wasser ins Loch. Und dieses Loch müssen wir jetzt nutzen und bebauen. Denn dieses Loch muss in einen Wasserstrudel führen, der hier unter dem Ding lang führen wird. Muss in einen Wasserstrudel und der Wasserstrudel wird von hier aus dann im Prinzip unter dem Boden lang führen. Und am Ende, hoffentlich, dort oben, sieht man das so ein bisschen, dort oben, wo, da, ganz oben, genau da, ganz oben, Digga. Wo dann das Lagersystem hinkommt, soll das dann rauskommen. Wir müssen jetzt aber erstmal planen, wo es überhaupt rauskommen soll, der Wasserstrudel, damit wir den Wasserstrudel auch ordentlich bauen können. Also Ziel, was ich auf jeden Fall mal machen würde, wäre erstmal die Blumen hier hochzubringen überhaupt. Also den Wasserstrudel, den Wasserstrahl, das Wasser halt, dass wir das überhaupt hier hochbringen, weil wir müssen ja irgendwie durch die Farmen durchkommen. Beziehungsweise irgendeinen Punkt im Berg finden, wo wir einfach hoch straight können mit der Pipeline. Oder ich baue die einfach außen hoch. Das könnten wir auch machen, warte mal. Wo wäre es denn cool, eine Pipeline hochzubauen? Eigentlich hier, oder? Boah, da war überfett, Digga. Hier, genau hier außerhalb. Außerhalb am Berg entlang, genau hier. Hier, diesen Block nach oben. Dort, das wird unser Main-Block, okay? Dann muss am besten das Ganze hier hochtransportiert werden. Und hier kann dann der Fahrstuhl im Prinzip hin, der die Blumen nach oben bringt. Genau. Und dann wird unten jetzt alles im Prinzip, das ist relativ easy unten, also unten werden wir nur wirklich 4 Wasserströme bauen, die in der Mitte fließen, in einen Wasserstrom und der Wasserstrom bringt das dann nach hier oben und dann halt über die Pipeline nach ganz oben. Das designen wir jetzt alles und danach gucken wir uns mal den Bone Meal Überschuss an und auch mal, ob die Farm dann schon fertig ist oder ob die dann noch nicht fertig ist, das weiß ich noch nicht, mal sehen. Ich habe danach, warum auch immer, gar kein Update mehr zu den Wasserrohren gemacht. Auf jeden Fall habe ich die so weit verlegt und fertig gebaut. Und wie das Ganze fertig aussah, seht ihr hier auch nochmal rot eingekreist. Und danach wollte ich, warum auch immer, direkt mit dem Lagersystem anfangen. Und das seht ihr jetzt so. Damit ihr euch jetzt mal bewusst seid, was wir hier machen, okay? Also wir planen jetzt wirklich die Größe von dem Lagersystem hierfür. Das wird das erste komplette Schalker Fill basierte Lagersystem neben dem Schalker Lager im Prinzip. Also bei der Schalker Farm haben wir auch Schalker Filler. Aber hier wird es ja mit verschiedenen Items ablaufen. Das habe ich vorher in diesem Projekt noch nie so gebaut. Heute machen wir das Ganze aber, oder was heißt heute, wir werden das jetzt bei generell jeder Farm so bauen. Egal bei welcher Farm. Also wirklich egal wo, das wird überall so kommen. Auf jeden Fall ist mein Plan jetzt, dass im Prinzip hier außen, je nachdem wie groß jetzt die Schalker Filler sind, auf der Höhe, denke ich mal, die Kisten kommen. Das auf beiden Seiten. Aber wir gucken uns alle erstmal die Schalkerfiller an. Ja, genau. Das Ding bauen wir. So, ganz oft aber. Also richtig, richtig oft. Und dann gucken wir mal nach, ob der Bums funktioniert. Sollte aber. Müsste eigentlich super funktionieren. In welchen Abständen das jetzt sein wird, wie das genau sein wird, kann ich euch noch nicht genau sagen. Ich gehe jetzt einfach mal von 2-2 aus immer. Immer 2-2-2-2. Und dann werde ich wirklich hier mit Trichtern hochgehen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit können wir hochgehen, dass ich dann noch rankomme. Ich will wirklich alles ausnutzen, was wir haben an Kisten. Also alles, was hier irgendwie möglich zu setzen ist, will ich versuchen. Also trotz Schalkerfüllern befüllen wir in einer Stunde 2 Doppelkisten, die dann voll sind mit Schalkerkisten, mit Blumen im Prinzip. Und dafür brauchen wir ordentlich Storage, dass das alles ordentlich funktioniert. Heißt, wir hätten 2, 4, 6, 8, 9, 18. Ja, heißt, wir kommen auf jeden Fall über 300 Doppelkisten wahrscheinlich. In 100 Stunden haben wir dann 200 Doppelkisten. Das bedeutet, ich kann 150 Stunden AFK stehen. Das ist eine ordentliche Bilanz, das ist eine ordentliche Zeit. Das passt. Wir machen da einen Schalkerfüller hin, da einen Schalkerfüller hin, da einen Schalkerfüller hin, da hinten einen Schalkerfüller hin. Lassen das dann hier rumlaufen, damit es auch einsortiert werden kann. Hier in der Mitte wird dann, also es gibt auch einen Bone-Mehl-Überschuss-Output. Der wird hier lang geführt und hier in die Mitte des Raums, also ich denke mal relativ weit hinten vielleicht, hier sogar, hier vielleicht, hier circa, wird dann perfekt mittig eine, wie hieß das, so, auf jeden Fall so eine Weizenfarm hinkommen, aber nur einen Block Weizenfarm, ich weiß nicht wie die hieß, wo du dann abbauen kannst, per Hand und per Hand setzen kannst, damit wir noch Weizen rausbekommen als kleines Extra, wenn du so willst. Da muss man dann noch einen Itemfluss bauen, der hochgeht und das geht dann auch nochmal in Schalkerfüller, aber mal gucken wie das dann abläuft. Dann wird es hier rumführen. Geht dann hier hin. Hier werden dann die letzten Blumensorten aussortiert, die wir rausbekommen. Dafür müssen wir auch erstmal einen Test dann, by the way, starten, um das alles zu gucken, was rauskommt. Und vor allem, wie viele Blumen. Danach wird hier Bone Meal gefiltert. Ganz, ganz viel Bone Meal.
Danach kommen die Seeds, sie kommen in den Berg rein, die Seeds, die werden wir im Berg filtern, das werde ich nicht außerhalb machen. Und dann kommt das Weizen, auch im Berg drinne, wahrscheinlich. Oder das Weizen vielleicht auch draußen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Das wird jetzt ja alles learning by doing, die, wie wir das hier alles dann letzten Endes machen, das ist halt das Erste. Planungen sind schwer, auch bei der Menge an Items, die du hast, da musst du mit viel rechnen und viel bedenken, würde ich sagen, aber wir kriegen das hin. So, jetzt ist der Plan, für Knochenmehl und für Seeds hier in den Berg reinzugehen, dass ich hier, ja, einen 3-Block-Eingang, dass der hier so einfach rumgeht, das wäre sogar perfekt eigentlich. Und dann kann man hier reinlaufen und hier ist dann wirklich, hier kommt nichts Besonderes rein oder so. Also so wäre mein Plan, das ist dann wirklich nur so, dass du hier reinsteppst und dann gehen wir hier irgendwie zur Seite. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann wird. Und von der Seite aus kannst du dann hier oder hast du hier einen Raum oder eine Anhöhung, die dann so ist. Die geht dann nach hier. Zack, 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 zack. Eine Anhöhung. Hier geht es dann tiefer natürlich. Also wesentlich tiefer. Hier gehen wir wirklich irgendwie 10, 15 Blöcke nach unten. Und hier kommen dann die Lagerkisten hin für Seeds und für Knochenmehl. Genau. Plan ist jetzt, weil wir das ausgerechnet haben, ich würde, wenn ich 25 Doppelkisten voll mit Strikerkisten, voll mit Knochenmehl laufen lassen würde, würde ich am Ende circa 75 Doppelkisten Knochenblöcke haben. Und ich speichere das Knochenmehl nicht aus funktioneller Weise für beispielsweise eine Farm oder für was weiß ich was, sondern wirklich nur, dass ich damit im Prinzip am Ende irgendwann vielleicht Knochenblöcke craften kann, um damit halt zu bauen. Dafür speichere ich das, dafür mache ich dieses externe Extra-Lager. 75 Doppelkisten, die ich am Ende an Knochenblöcke habe, sind mir, um ehrlich zu sein, zu wenig. Das ist mir noch nicht die Sicherheit, dass ich sage, yo, das kann ich niemals wieder verbrauchen. 75 Doppelkisten sind einfach nicht genug. Bedeutet, ich werde 50 Doppelkisten voll mit Schalkerkisten, voll mit Knochenmehl machen, genau, dass ich am Ende im Prinzip 150 Doppelkisten Knochenblöcke daraus craften könnte. Und dann kann ich ja auch immer noch mehr produzieren, wenn ich dann wirklich mehr brauche. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich jemals 150 Doppelkisten Knochenblöcke verbauen sollte. Und dann werde ich noch 25 Doppelkisten voll mit Schalkerkisten, voll mit Seeds einplanen. So, und der Rest Seeds, den verbrenne ich. Also ich weiß, ich wüsste nicht, wo ich 25 Doppelkisten Schalkerkisten voll mit Seeds verbauen soll. Das ist, glaube ich, auch ein Ding der Unmöglichkeit. Der Rest wird verbrannt. Ich habe überlegt, das zu Knochenmehl umzuwandeln, also die übrig gebliebenen Seeds, und das Knochenmehl dann einzulagern. Problem ist, dann wird das ja noch schneller voll. Wobei ich jetzt auch nicht den Überschuss des Knochenmehls berechnen kann. Und die überschüssigen Seeds droppen zu lassen, wäre auch nicht so schwer. Eigentlich könnte man theoretisch, doch, wir lassen das zu Knochenmehl umwandeln einfach. Doch, man kann das ganz easy machen. Wir bauen am Ende des Lagers, also wenn dann die Items hier rauskommen, die gehen ja dann hier rüber, kommen dann hier raus. Und alles, was überschüssig ist, lassen wir durch einen Itemfluss laufen, wo Trichter drunter sind. Diese Trichter werden wir wie beim Lagersystem bepowern mit Seeds. Und die Seeds werden dann rausgefiltert und zu Knochenmehl gemacht. Das Knochenmehl wird gedroppt und geht dann ins Lager. Dass wir wirklich nichts verschwenden. Dickes Inshallah, wir haben hier am Ende nicht 0 FPS, wenn alle Farmen laufen. Weil ich sage euch ehrlich, ich glaube, gerade machen die FPS Sorgen mir, oder die FPS machen mir die meisten Sorgen. Sogar um einiges. Also die FPS sind die Sachen, wo ich wirklich gerade denke, dass die gesamte Farm daran scheitert. Wollen wir mal den Lag testen? Digga, ich weiß doch, dass es in die Hose geht. Ja, okay, wir testen mal den Lag, okay? Wir machen mal den ultimativen Lag-Test. Ich werde alle Farmen mal anschalten. Alle Farmen, die Blumenfarmen, die Knochenmehlfarmen, alles. Und wir gucken mal, wie viel FPS oder auf wie viel FPS wir droppen werden. Wir machen es mal einfach an. Ich sehe schon kommen, dass die Farm jetzt schon scheitert aufgrund der Lags. Zack. So, und dann Farm 3 meine ich, ab dafür. Alle drei Farmen laufen jetzt. Alter, Digga, meine FPS sind so am droppen. Dann schalten wir jetzt auch mal diese wunderschöne Farm hier an. Und gucken mal, wie das jetzt aussieht mit den Lags. Es geht aber, ne? Also wenn du überlegst, also klar, es ruckelt echt hart, ne? Aber ich kann mich noch flüssig bewegen. Mit flüssigen 13 bis 9 FPS. 80 ms, das Spiel ist extrem langsam. Ja, ich sag ja, Minecraft macht, wenn dann Faxen. Digga, die Farm kommt gar nicht mehr zurecht, oder? Kann es sein? Ich glaube, wir haben eine zu laggige Farm gebaut. Aber man darf nicht vergessen, die Aufnahme läuft gerade auch. Warte mal, ich mach mal die Aufnahme ganz kurz aus. Beste Leben, okay. Vergiss es, es macht einfach gar keinen Unterschied. Oh, Bruder, Hilfe! Scheiße, wir haben die ultimative Lag-Maschine gebaut, Chat. Da müssen wir uns auch irgendeine Lösung einfallen lassen, du.
Es kann ja nicht angehen, dass meine Farm nicht funktioniert aufgrund der Lags, die nicht von mir kommen, sondern von Minecraft. Was ist denn das für eine Rotzscheiße? Das ist ja nicht mal meine Schuld, Junge. Es liegt ja einfach, Real Talk, es liegt voll an Minecraft. Ich kann hierfür gar nichts. So, jetzt die aus und jetzt habe ich wieder Sekundenlags. Nice. Die Sekundenlags, die ich immer habe, wenn ich die Farm an- und ausmache. Wir haben diesmal zu viel gemacht, Chat. Also zu krass. Wir haben Mojang überboten. Nee, Microsoft, ja. Wir haben Microsoft überboten. Wir haben Minecraft in die Knie gezwungen. Digga, ich habe einfach Farmen gebaut, die nicht einen Server oder ein Game... Also natürlich bringen sie das Game zum Laggen, aber sie bieten Minecraft. Digga, Minecraft kommt nicht mit meinen Farmen klar, weil sie zu heftig sind. Weil sie zu heftig sind, Digga. Ich habe Minecraft gefickt. Ich habe, nachdem meine Farmen an waren, Sekundenstandbilder und 2 FPS. Nicht, weil mein PC zu scheiße ist, sondern einfach, weil Minecraft nicht damit umgehen kann. Weil die Farmen so krank sind. Guckt, seht ihr diese 2 Sekunden Lags durchgehend? Das ist nicht, Digga, weil hier irgendwas sonst was ist, sondern einfach wegen diesen... Also, ey, ich fass es nicht. Ich kann es wirklich nicht fassen. Das ist so dumm. Meine Farmen sind so OP, so gut, dass die einzige Möglichkeit, die ich habe, um sie zu nutzen, ist, dass ich externe Mods installiere, um Minecraft zu verbessern, damit meine Farmen in Minecraft funktionieren, weil Minecraft nicht mit meinen Farmen klarkommt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, Digga. In diese Dimension ist diese Welt gegangen, dass wir so krasse Farmen bauen, dass Minecraft nicht damit umgehen kann. Versteht ihr, wie krank das ist? Versteht ihr es? Und ich bin auf einer Singleplayer-Welt, ich bin auf keinem Server, ich bin nirgendwo, wo ich mit TPS oder sonst was arbeiten muss, wo du sagst, yo, kauf dir doch einfach mehr RAM und dann geht das. Nein, Digga, es würde nicht gehen, auf egal welchem Server, weil einfach diese Farm jedem Server zum Ficken bringen würde, so. Was jetzt eine Lösung von mir wäre, falls das mit den externen Mods nicht funktioniert, ich werde mir die bis zum nächsten Mal, wo ich online komme, installieren. Und dann werden wir nochmal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Und falls nicht, dann ist die einzige, leider die einzige Konsequenz, dass wir hier zum ersten Mal im gesamten Projekt seit 2 Jahren, seitdem ich kranke Farmen baue, sagen müssen, yo, ich kann nur die Hälfte der Farm betreiben, von der, die ich eigentlich gebaut habe, aufgrund dessen, dass Minecraft mich in meiner Kreativität und in dem, was ich eigentlich erreichen will, einschränkt. Das war wirklich das Worst-Case-Szenario, weil dann habe ich 50% dieses ganzen Konstrukts hier. Ja, okay, ob es umsonst ist, Digga, wenn man sich das heftige Building hier anguckt, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall dann nicht sinnvoll investierte Zeit gewesen. Aber wir hoffen einfach mal, dass es funktioniert. Digga, damit habe ich nicht gerechnet. Sonst hätte ich vorher drüber nachgedacht, yo, bauen wir die so krass? Weil vielleicht wird Minecraft dadurch gefickt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte mir, yo, wenn ich meine 3080 Ti habe und meinen kranken Prozessor, der zweitbeste auf dem Markt ist, so, dann kann mir ja nichts mehr passieren, Digga. Nix ist. Hast du nicht mit Minecraft gerechnet, Digga. Jetzt ist die logische Schlussfolgerung. Erstmal werden wir das Lagersystem auf jeden Fall bauen. Ich brauche das sowieso, wie Mike auch gesagt hat. Ich brauche das auf jeden Fall zu 100%. Ich werde es auch full bauen, also auch full mit den Ideen, die ich hatte, mit 50 Doppelkisten Knochenmehl, mit Seeds, die in Knochenmehl umgewandelt werden, auch wenn es vielleicht ein paar FPS weniger bedeutet. Ich werde jetzt erstmal weiterbauen und dann gucken wir mal, wie das Ganze wird. Ihr habt ja die Planungen. Ich denke mal, ich werde jetzt erstmal diesen Raum hier komplett ausheben und designen. Dann die Kisten setzen. Danach die Trichter hinter die Kisten setzen. Und dann fangen wir mit den Schalkerfüllern und dem Lagersystem Redzone-Technik-Shit an. So, jetzt könnte man fast denken, es ist ein Gesicht mit einer Nase, okay? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ich als Intuition hatte, ein Gesicht mit einer Nase zu bauen, okay? Wer jetzt was anderes im Kopf hat, ist einfach selber schuld. Real Talk. Damit könnte man so einen ganzen Theme bauen einfach. Man könnte so eine ganze Inneneinrichtung damit bauen. Mit der Art, wie es hier ist. So eine ganze Base einfach. Ich könnte schon so eine riesen Base haben, würde ich einfach so leicht und schlicht überall alles bauen. Und stattdessen entscheide ich mich, dafür sowas hier zu machen. Bruder. Da muss ich ja los. Also, wir haben jetzt hier
das Redzone-System oben drauf geklatscht. Hier ist jetzt eine kleine Lücke, weil hier soll man noch nach vorne laufen können, um sich das Farmprojekt hier anzugucken, wenn man will. So. Und dann haben wir hier oben 5 Schalkerfüller. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, die im Prinzip dafür zuständig sind, dann die verschiedenen Items rauszufiltern. Was für Items sie bekommen, kann ich entscheiden über diese Trichter hier. Dort habe ich nämlich dann Item, Filler, Item-Sortierer im Prinzip. Bedeutet, hier kommt jetzt, hier kommt zum Beispiel blaue Blumen rein und dann filtern die only blaue Blumen. Dann kommen hier rote Blumen rein, filtern die only rote Blumen. Die hier filtern, weiß nicht was für Blumen, filtern die only diese Art von Blumen. So, und das gleiche machen wir da drüben auch nochmal. Auch genau so wie hier. Ich habe das jetzt wirklich so gemacht, dass da auch nichts an Überschuss etc. entstehen kann, sondern die Trichter sammeln dann wirklich alles auf. Ich kann jetzt mit dem nächsten Step weitermachen und das werde ich auch erstmal machen. Bedeutet, hier wird immer eine Glaswand lang führen. Also hier, Glas meine ich, eine Eisstraße. Genau. Und dann werden da die Items drüber fließen, die im Prinzip aus dieser Pipeline dort unten hochkommen. Dann kommen die hier hoch, die Pipeline geht so, kommt hierher und fließen dann perfekt hier lang. Zack, zack, zack. Da kommen hier Honigblöcke bestimmt drauf, denke ich mal, oder irgendwas anderes. Mal sehen, ich denke mal Honigblöcke. Und die Trichter können dann trotzdem die Items abfangen. Ja, und dann geht es in die Schalker. Die Schalker-Füller füllen das halt in die Schalker. Dann wird die Schalker, wenn sie voll ist, abgebaut. Geht dann nach hier unten. Und wird hier, und das ist ein Problem. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Ob wir dann nicht doch hier einen Output machen. Weil ich will ja die verschiedenen Blumen explizit sortiert haben. Ich will ja nicht alle Blumen mit einmal haben. Heißt zum Beispiel, wenn hier jetzt aus diesem Schalkerfüller kommen blaue Blumen raus, dann dürfen die blauen Blumen nur in diese Kisten hier. Und aus diesem, wenn dann rot rauskommt, dürfen die nur in die Kisten. Gefällt mir bisher ganz gut. Ich will das eigentlich mit Glas ummanteln. Später dann. Also das da oben mit Glas und das da unten mit Glas. Mal gucken, wie das wird. Das weiß ich auch noch nicht. Also zuerst mal die Pipeline. Die Pipeline interessiert mich jetzt auch mit am meisten, glaube ich, vom Prozess her. Ich kann euch nur ganz stark ans Herz legen, in der nächsten Folge nochmal einzuschalten. Denn in der nächsten Folge werden sich Dinge verändern, die das gesamte Projekt verändern werden. Ich freue mich sehr drauf, euch das präsentieren zu können. Bis dahin würde ich sagen, lasst gerne ein Like und eine Bewertung da, wenn euch die Folge gefallen hat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.